Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Küche. Eine rauschende Ballnacht in der Salzerhalle. Die St. Johannes Schützenbruderschaft lädt zu ihrem traditionellen Winterball. Es wird diskutiert, getrunken und manchmal auch gedaddelt, aber vor allem getanzt und gefeiert. Das Ganze im gehobenen Dresscode. Männer in schnittigen Anzügen und topgestylte Damen fallen dem Betrachter ins Auge. Dekoriert nicht nur die Ballbesucher, auch die stilvoll illuminierte Salzerhalle ist ein echter Blickfang. Zur Begrüßung werden die Sektflaschen geköpft, ein Prösterchen auf einen hoffentlich entspannten Abend. 250 Besucher wollen sich das erste Fest der Schützenbruderschaft im neuen Jahrzehnt nicht entgehen lassen. Erstmals wird der Winterball wieder in der Thekenhälfte gefeiert. Ein weiteres Novum, runde Tische, 33 an der Zahl. Ein Plus für die Kommunikation, wie Cheforganisator Christian Schaub verrät. Weil wir jetzt einfach mal dachten, dass es für die Leute, die am Tisch sitzen, einfach gemütlicher ist, wenn man am runden Tisch sitzt. Man kann sich besser unterhalten und wir haben einfach die runden Tische und dachten jetzt, okay, wenn wir jetzt in die andere Hallenhälfte gehen, dann auch mit runden Tischen. Nur ein Tisch bleibt vorerst leer und fällt auch wegen einer anderen geometrischen Form auf. Der Tisch in der Mitte des Saals. Entlang der langen Tafel soll in wenigen Minuten das amtierende Königspaar Marc Reidel und Stefanie Keimer-Reidel samt ihrem charmanten Hofstaat Platz nehmen. Zuvor begrüßt Moderator Christian Schaub in seiner gewohnten launigen Art jedoch die feierwütigen Gäste. Unter den Gästen natürlich auch der Oberst der Bruderschaft Matthias Kemper, genannt Sonne. Sonnes Kommando folgend zieht dann um kurz nach acht auch das sehnsuchtsvoll erwartete Königspaar ein. Noch gut 172 Tage sind die beiden Majestäten im Amt. Dann wird ein neuer König unter den Schützenbrüdern auserkoren. Grund genug für die passionierten Reiter, eine Halbzeit-Bilanz zu ziehen. Wir sind in unserem Wohnzimmer jetzt hier heute Abend, fühlen uns sauwohl. Es ist Halbzeit. Da blickt man natürlich nach hinten und nach vorne. Und wir freuen uns jetzt aufs nach vorne, weil nach hinten war schon alles gut. Und wir sehen mal, was so kommt. Und wir sind auf jeden Fall immer dabei, ne? Und damit die Erinnerungen an ein aufregendes Schützenjahr nicht verblassen, hat die Bruderschaft noch ein paar Geschenke für die Majestäten parat. Blumen für die Dame aus den Händen von Oberst Matthias Kemper. Für König Marc wird es etwas handfester. Vogelbauer Andreas Lehmann war im Vorfeld des Abends kreativ und überreicht einen Miniaturadler aus Holz. Der Vogel erinnert an das große Federvieh, das Marc Reidel vor gut 7 Monaten am Schützenfest Samstag erlegt hat. Der schmucke Vogel wird wohl einen Ehrenplatz im Hause Reidel bekommen. Für ihre Nachfolger, die beiden jetzigen Throninhaber dann im Juli beerben werden, haben die beiden Majestäten auch jetzt schon ein paar Tipps parat. Machen, Vollgas geben und die ganze Zeit genießen. Also wir wollen keine Minute missen und wir haben in jeder Minute Spaß gehabt und jeder, der darüber nachdenkt, der soll es einfach machen. Keine Tipps brauchen die Besucher der Fotobox. Ein paar sorgfältig ausgewählte Accessoires sind Anreiz genug, sich verkleidet ablichten zu lassen. Ein Spaß für Alt und Jung. In Windeseile werden aus gekrönten Häuptern bühnenreife Rockstars. Gute Stimmung jedoch nicht nur in der Fotoecke, nein, sondern auch auf der Tanzfläche. Und dafür sind sie verantwortlich. Zum zweiten Mal hatte das sechsköpfige Orga-Team sie gebucht, die Partyband Cocktail. Die Paderborner Musiker touren mit ihrem Live-Programm durch ganz Ostwestfalen. Und das schon seit mehr als 20 Jahren. Aktuelle Charthits, Partykracher und Oldies. Die 5 Profimusiker wissen, welcher Musikcocktail für das Publikum gemixt werden muss. Und so wird in der Salzerhalle noch bis tief in die Nacht das Tanzbein geschwungen. Beim Winterball der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.